Willkommen zu einer neuen Folge YouTubers Live. Beurteilt dieses Video und viel Spaß! Okay. Ich weiß es nicht. So, Vlog. Tja, jetzt muss eigentlich so ein zweideutiger Titel hin. Irgendwas mit Sexismus, das läuft ja zurzeit. Oder eigentlich läuft das immer gut, aber ja. Keine Ahnung. Mit meiner Freundin auf der Kinotoilette. Richtig ekelhaft. Habe ich das überhaupt richtig geschrieben? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Okay. Gut, ich werde es schon richtig haben. Wenn nicht, dann Entschuldigung bitte. Ich habe nicht aufgepasst. So, das hier und das hier. Passt perfekt. Machen wir das noch. Klatschen wir irgendwie rein. Und, ja, das ist noch geil. Ach komm, das klatschen wir mit rein. So geil verschwommen. Kriege ich keine Punkte, aber ist krass. Ja, nee, das lasse ich weg. So, das soll ja ein super tolles Video werden. Alle Rekorde sollen gebrochen werden und Interesse fast gar nicht da. Da habe ich schon sexistische Titel drinne und die Interesse sinkt. Ist ja krass. Was geht ab? Ist das irgendwie ein neuer Trend, den ich verpasst habe? Alles klar. Verpasst habe oder ja, ist das Spiel einfach nicht jetzt mit geupdatet worden oder so? Keine Ahnung. Ich esse noch ein Sandwich und dann müsste eigentlich das schon hochgeladen sein. Na, noch nicht ganz. Okay, dann gehe ich aber jetzt trotzdem einkaufen. Oh, die Kommentare. Nicht ganz so, wie es sein sollte. Ja, wie soll es denn sein? Du nimmst nie Vlogs auf und jetzt machst du das hier. Solche Inhalte sind wir nicht gewöhnt. Ja, Pech gehabt. Irgendwas muss man machen, um Klicks zu gewinnen, ne? Ich meine, man lebt ja nicht von allein. So, Superfood. Food vor allem. Alles klar. Läuft bei mir, Hamburger könnte ich mir auch holen. Aber das lasse ich erstmal. Ich bleib bei Sandwich. So, beim PC. Oh, ist ein... Wow, es ist ein neuer PC raus. Den müsste ich mir eigentlich gleich holen. Die Bildschirme sind auch raus. Geil. Ui, ich kann mir richtig viel holen eigentlich, wenn ich nur das Geld dazu hätte, ne? Das ist eben die Frage. Aber ich krieg gleich mal 50 Dollar für wir ballern richtig los. Ja, das ist krass. So. Ui. Bei 100, da kann man auch noch ein Video dazu machen. So fortsetzen und keine Ahnung. 10 Tipps von Noob zu Pro. Pro. Ja. Nee, aber ich habe keine Ahnung. 10 Tipps. Leute besser abzuballern. Keine Ahnung. Mensch, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich so richtig nehmen soll. Winkende Begrüßung. Hatten wir ja auch lange nicht mehr. Interaktiver Ladebildschirm. Unlustiger Kommentar. Ja, da kommt gut an immer. Das ist alles gut. Spieltutorial. Ja. Ich würde da mit einem professionellen Kommentar ankommen. Ich meine, da ist ja auch krass.
Ladebildschirm mit Hinweis. Ernster Kommentar, natürlich. Ich bin immer ernst. So, normales Spiel. Fröhliche Äußerung. Ey, für ein normales Spiel kann man auch mal schreien. Okay. Also der ist wohl nicht so der Meinung. Dann Spielintro ist lustig, natürlich. Muss sein. Und nach dem Spielintro kommt schon die winkende Verabschiedung. Krass, also meine Gameplays werden immer besser. Faul, Kartenspielen ist nicht so dein Ding. Du kannst in der Computereinrichtungsphase jetzt den Modus automatisch wählen, wodurch dein Charakter die Karten automatisch auswählt. Und das Video editiert. Ui! Ja klar, das mache ich. Das möchte ich mal ausprobieren. Also, nö. Da mache ich mit. So. Wie soll ich das anordnen? Ich würde schon gerne das zusammenlassen. Eigentlich. So hier irgendwie. Ja, das sieht geil aus. Zack. Ui, die Interesse ist auch nicht schlecht. Komm, hochladen. Ja, hochladen. Ui, jetzt fliege ich wieder. Hallo. Na, wie geht's dir? Erstmal umarmen, dann Geschenk geben und dann küssen. Natürlich. Oh, der Balken ist gleich voll. Nein! Und die haut ab mit meinem schönen Geschenk, ohne dass ich davon was hab. Warum? Ui, wieder schlechte Kommentare. Ja gut. Das möchte ich jetzt eher nicht sagen. Okay. Was in der Welt ist das? Ja, das kennst du ja nicht, kommst ja aus einem anderen Kontinent. Haha. Okay. Ach, wenn du das beste Drehbuch der Welt hättest, würdest du die Aufnahmequalität trotzdem versauen. Ach komm, halt dein Mull, ey. Echt. Ich bewerbe jetzt mein Video durch Weitererzählen. Und dafür gebe ich $60 aus, nur damit es Leute weitererzählen. Ich... ja. Komm, mach einfach. So, Sandwich reinmuffeln und dann gleich neues Spiel kaufen. Ich meine, ich habe jetzt wieder die fette Kohle mit meinem Vlog und der, wohlgemerkt, über $50 kreiert hat, obwohl... Oh, nee, das ganz letzte Video hatte auch schon über 50. Also, ne? Das ist mit einem Top-Seller eigentlich, der Vlog. Und da regen sich Leute auf, also, ja. Neueste Erscheinung, Strategie. Ich hol mir mal das. So. Krass, hat 4 Sterne. Wird gekauft. Kann es bitte mal ankommen? Oh, ich bin sogar im Spiegel. Auch wenn es sehr verpixelt ist. Ja, Paket öffnen, neues Gameplay. Und ich habe die 30.000 erreicht. Ist ja krass. So. Ah nein. Man kann ja jetzt automatisch wählen. Soll ich automatisch? Ich mach mal automatisch und nenne das Spiel. Die beste Strategie, nee. Der, die, das. Fünf Tipps, mit denen du garantiert gewinnst. So, ich gehe jetzt mal voll aufs Ganze mit Clickbait und allem. Gehört ja auch dazu. Solange es im Video enthalten ist, ist ja okay. Ach
Ach so, ich warte jetzt immer auf die Option, aber ja, die kommt ja jetzt nicht mehr. Ich habe es ja jetzt auf automatisch gestellt. Und hier, Abonnenten, ahoi! So, das war's mit YouTubers Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein.